Hey liebe Leute, willkommen zurück zu Batman Return to Arkham, Arkham Asylum. Wir hören jetzt hier weiter. Letzte Folge haben wir Bane besiegt. Da hatten wir einen Bosskampf gegen solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Ja. Okay, lass uns es mal lieber zusehen, dass wir hier schnell wegkommen. Ja. Aber erstmal muss ich natürlich auch aufpassen, dass ich hier nirgendwo runterfliege. Oh, und ich bin gerade ein wenig gefunden? Falsch. Tut mir leid. Eine Herausforderung war das nicht. Mir lief nur die Zeit weg. Ja, und ich würde mich gerne hier dranhängen. Irgendwie... Das bloß gerade nicht so ganz. Batman, bitte festhalten. Nein, irgendwie tut das nicht. Okay. So, wir sind zumindest jetzt erstmal wieder oben. Gut. Wir müssen hier durch auf jeden Fall. Ja. Danach hier rüber springen. Dann hier rüber. Dann können wir hier ran zu diesem Riddler-Ding. Gut, dann probieren wir mal hier rüber zu springen, würde ich sagen. Das Problem ist, ich glaube, der Abgrund hier ist ein bisschen zu weit, oder? Der ist doch wirklich ein bisschen zu weit für Batman. Oder? Das schafft er doch nicht. Wir können es ja einfach mal probieren. Ja, wenn wir runterfliegen, dann ist es halt so. Okay, nein, er schafft das sogar. Hätte ich nicht erwartet. Naja, ich meine, es ist Batman. Von daher... Doch, ich glaube, es hätte mich nicht wundern sollen. Ja, er schafft sowas schon. Der Gute ist ja ein trainierter Mann. So. Sehr schön. Hep. Ja, ich weiß auch, wie man an diese eine Trophäe, glaube ich, rankommt, die dort in dieser einen Ecke hängt. Ich glaube, man muss, wenn man ganz oben ist, einfach nochmal nach ganz unten fliegen und dann dort rein. Denke ich mal. Also ich könnte es mir vorstellen, dass es so vielleicht geht. Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. So, Batman, einmal hier rum. Gehen lassen. Jetzt hier rüber. Moment mal, kann ich an der Kette vielleicht ziehen oder so? Irgendwie sieht die verdächtig aus. Ich glaube, an der muss ich vielleicht was machen. Nein. Weiß nicht warum. Ich hätte mir gerade irgendwie ganz gut vorstellen können, dass ich da vielleicht dran ziehen muss. Da drüben wäre auch noch eine Trophäe. Moment, kann ich mich dorthin ziehen? Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Nein. Ich muss hochklettern.
Ganz auf die altmodische Art. Okay, ja, immerhin haben wir 3 Trophäen mitgenommen. Reichen. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 2. Name des Patienten Waylon Jones alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe, Doc? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal, oder? Könnte sein. Wie wär's damit, Doc? Sie lassen mich gehen und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Nein, ich glaube, er frisst wirklich Menschen. Ich meine, er ist mehr oder weniger eine Art Krokodil. Oder Alligator, ja. So, hier müssen wir uns durchsprengen. So. Zack. Einmal zurückgehen und zünden. Sehr schön, wir können weiter, Batman. Mal sehen, wann wir wieder oben an der Oberfläche sind. Jetzt gerade sind wir die ganze Zeit hier im Untergrund, mehr oder weniger. Ich meine, es passt mehr oder weniger so gut zu Batman. Er bewegt sich ja auch mehr oder weniger meistens ein bisschen mehr im Untergrund, also verdeckter etc. So, halt, Moment mal. Was mache ich denn hier wieder? Ich bin ja hier schon wieder. Okay. Einmal bitte hier lang nochmal. Batman. Irgendwie haben wir uns, glaube ich, verlaufen. Kann das sein? So. Jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir wirklich richtig. Da bin ich mir sicher. Gut, wir sind wieder da. Hier ist wieder Joker. Macht euch gegen der Fehler was keinen Schau. Ich habe auf dem Weg ein paar Überraschungen vorbereitet, falls ihr wieder zwischen sollte, um den Spaß zu verderben. Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Schuss hört, keine Angst. Es besteht kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fehlermaus hier. Naja, vielleicht wollt ihr noch eure Krankenversicherung überprüfen. Obwohl, ihr habt ja gar keine. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzel, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal, ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Ja, freundlich. Scharfschützen. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Ja, ich glaube, wir sollten die Scharfschützen erstmal ausschalten. Wenn ich jetzt hier unten lang mache, ja, die dort vorne vom Möbel, da wird der Scharfschütze mich dort hinten abfeuern. Davon ist auszugehen. Deswegen erstmal hoch zu dem Scharfschützenturm hier. Okay, und ich habe da gerade ein leises erst hier gehört. Die anderen haben mich gesehen, ja. Die können aber jetzt ruhig kommen. Ich kümmere mich nämlich erstmal um den Scharfschützen jetzt hier eh. So. Gut. Damit sind beide Scharfschützen weg. Oh, hi. Du wirst bluten, Batman. Ja, schön. Wenn ihr wollt, dass ich blute. So, dürfte ich mich aber erstmal kümmern hier um euch alle. Komm schon. So, komm schon. Jawohl. So, sehr gut, der mit dem Messer liegt. So wollte ich das sehen. So, nicht anders.
So, jetzt haben wir alle ausgeschaltet. Jetzt schauen wir mal, wo müssen wir hin? Okay, hinten links lang. Hier durch, dann dort hinter. So. Gut, ich weiß Bescheid. Hier sind wieder meine kleinen Gebisse, meine besten Freunde. Alle sind weg. Und wir können weiter. Stopp, er ist hier! Oh, ein Hinterhalt. Das wird wehtun. Ja, Messer-Heini muss erstmal am besten jetzt weg. Was ist passiert? So, komm her. Sehr schön. Er liegt erstmal. So. Hervorragend. Und nur noch der eine hier. Aber der hat jetzt eh schon wieder meinen Fuß im Gesicht. Ach, ich liebe es, meinen Fuß so schön weit hochzuheben. Ja, das macht mir einfach Spaß. Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. Ich wette, die Fledermaus ist hier. Ich habe zwei Männer auf dem Wachturm, die mir die Deckung geben können. Aber sei vorsichtig. Sie schießen sofort. Ihnen juckt es geradezu in den Fingern. Und du weißt ja, es kommt schnell mal zu Unfällen. Okay, erstmal hier hoch noch auf die Türme. Hi, hinter dir. Zack. Schlaf gut. Bitte haltet während eures Dienstes Ausschau nach irgendwelchen fliegenden Schädlingen. Ich habe gehört, hier kommt es von Zeit zu solchen Verseuchungen. Ja, und da drüber kommen wir nicht, glaube ich, über diesen Weg. Nein, kommen wir auch nicht. Bitte schön, das ist für dich. Sehr schön getroffen. Aber er ist halt nicht ausgeschaltet. Ah, hier kann ich mich auch hochziehen. Okay. Kollege, bin da. Hi. Zack. Nun kannst du schlafen. Übrigens, schönes Gesicht. Mit schöner Bemalung. Jetzt nochmal schauen. So, wir müssen hier geradeaus oder nach links. Ich bin besonders stolz auf das Dekor. Und ich hoffe, es hilft euch allen dabei, produktiver zu werden, was die Gestaltung der Übernahme angeht. Und hier draußen wurden diese ganzen Leute erledigt. Wow, die mal hier draußen waren. Hilfe, da oben. Schnell dorthin. Wow, zwei Leute sogar mit Schusswaffen. Kommt her. So, jetzt seid ihr dran. Niemand tut mich einfach so abschießen. Niemand. Hört ihr? Hey, der eine will immer noch aufstehen wieder. So, aua. Guter Schütze. Hallo Jungs, ich bin dran. Bitte denkt dran, euch gut um all unsere Geiseln zu kümmern. Tot bringen sie uns nichts. Aber eine Beule hier. Oder eine Schnittwunde da. Wow, die haben hier diesen armen Typen aufgehangen. Wow, wie hängt denn der hier mit seinem Bein? Kollege, ich glaube, dem geht's leider nicht mehr gut. Nein, ich glaube, dem geht's wirklich nicht mehr gut. Okay, dann wollen wir mal zusehen, dass wir die Leute rankriegen. Die ihm das angetan haben. Ja, der große böse Batman. Los, komm und hol uns. Sieh ihn dir an, wie er da steht. Musst du keine Katze von einem Baum retten oder sowas? Stimmt, und jetzt hau ab. Wir kontrollieren hier alles. Joker wird dich fertig machen. Wie kommen wir hier durch? Irgendwie außen herum, denke ich mal. Halt, Moment, vielleicht kann ich mit meiner Batclaw hier irgendwas machen. Dort oben wäre nur ein kleines Loch. Könnte ich dort irgendwie durch? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen hier nochmal rausgehen.
Ich schätze, wir müssen einen anderen Eingang suchen. Vielleicht schon oben irgendwo rein. Finde einen Weg in die Arkham Villa. Hier hinten hätten wir eine Tür. Moment, wir machen hier hoch. So. Ja. Jetzt einmal hier entlang. Es muss einen anderen Weg reingeben. Es gibt immer einen. Ich muss nur suchen. Ich glaube, hier wird doch jetzt irgendwo was sein, oder? Hier ist eine Trophäe. Mehr gibt es hier in dieser Ecke auch nicht. Halt. Ganz hoch einmal, bitte. Denkt an euch gut, um all unsere Geiseln zu kümmern. Tod bringen sie uns nichts. Aber eine Beule hier oder eine Schnittwunde da können nichts schaden. Wie kommen wir in das Gebäude? Schwierige Sache. Ja, meine Markierung sagt mir auf jeden Fall dort vorne. Ah, die will mir damit, glaube ich, auch nur sagen. Halt, Moment. Benutze den Detektivmodus, um in die Arkham Villa einen Weg dazu finden. Komme ich hier vielleicht ganz hoch? Ja, hier komme ich noch ein bisschen weiter hoch. So, wir schauen mal hier weiter. Da unten sehe ich eine Riddler-Trophäe. Die holen wir uns mal noch. So. Sehr gut. Damit haben wir direkt nochmal so eine Trophäe. Ja, und ich glaube, irgendwo hier oben geht's rein. Da bin ich mir eigentlich sehr, sehr sicher. So, und ich würde sagen, wir holen uns hier auch nochmal ein Upgrade. So, was nehmen wir denn mal für ein Upgrade? Das ist jetzt die Sache. Ich muss sagen, ich möchte das Batarang ganz gerne verbessern. Ja, machen wir auch. So, zack. Das hat dann mehr Kraft. Wo ist denn mal hier ein Eingang? Wo ist denn hier mal einer? Halt, Moment mal. Ja, wenn wir gleich wieder oben sind, muss ich mal was probieren. Ich habe da gerade so ein kleines Gefühl, ja. Und zwar vielleicht hier bei diesem großen Turm. Dem hier. Nein, das sehe ich jetzt auch nicht. Wo ist denn hier? Ah, das sehe ich doch was. Was haben wir denn da Feines? Wie komme ich dort rein? So rausziehen vielleicht? Das Ganze? Jawohl! Sehr schön! Und rein da. In die gute Stube. So, wir sind da. Sehr schön. Wir sind im Gebäude drin. Ja, ich kann nicht glauben, dass Batman gerade weg ist. Ja, der stinkende Feigling ist mit dem Umhang zwischen den Beinen weggeschlurft. Wenn er versucht hätte, durchzukommen, hätte ich ihn erledigt. Er hätte keine Chance gehabt. Ja, ich auch. Ich hätte ihm den Kopf abgerissen und Joker als Briefverschleierer geschenkt. Immer. Gut, dann reiß mal meinen Kopf ab. Da bin ich nämlich. Na, was habt ihr? So drauf. Ja, zuerst große Sprüche hier raushauen, was ihr hier mit mir gemacht habt. Und jetzt, ja, schafft es nicht. Ja, große Klappe und nichts dahinter. Weg mit dir. Tut mir leid, aber ihr habt leider keine Chance gegen Batman. Ihr seid leider ein anderes Kaliber. Ja? Also ihr schafft das wirklich nicht. Tut mir leid.
Tut mir wirklich leid. Ja, super, Tür blockiert. So, wir müssen wieder einen anderen Weg finden, aber ich glaube diesmal, ich glaube das ist etwas einfacher. Moment. So. Zack. Und herunterziehen das Ganze. Und rein da. So. Okay, das hier müssen wir einmal sprengen. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich selber mit wegsprengen, wenn ich jetzt nur hier am anderen Ende stehe, oder? Von diesem kleinen Raum. Okay, zünden. Nein, es hat mich nicht erwischt. Okay, verwundert mich jetzt schon ein wenig. So, Moment. Dieses Objekt hier. Komm schon. Geh doch. Ich will dich doch scannen. Objekt zu klein. Okay, noch etwas näher ran. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. So. So, wir schalten die ganzen Typen hier erstmal aus. Lass mich zu, dass er nicht schlägt, du Idiot! Ich glaube, wir hätten jetzt auch eben einfach dort hinten vorbeilaufen können und so, aber ja, ich will die Erfahrungspunkte. Ich will die Erfahrungspunkte und ich will die Gegner erklatschen, da diese hier eh gerade, ja, keine Chance haben, weil hier keiner dabei ist, der eine Schusswaffe hat. Ich mach dich fertig! Ich muss diese Aufzeichnungen vor Joker finden. Halt, hier sind mehrere Lüftungsschächte. Wir gehen mal direkt durch den vorderen hier einmal. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht irgendwo in einem dieser Schächte eine kleine Trophäe drin ist oder so. Ja, da sehe ich dann auch direkt eine. Ha! Ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte. Ich schätze mal, das ist unser Weg, wo wir lang müssen jetzt. Hier sind ja diese Laser davor, da überall die Gitter. Ja. Das wird 100 pro unser Weg. Halt, Moment mal, ist hier vielleicht dahinter noch was? Nein. Hätte ja gut sein können, dass der Riddler da dahinter was versteckt hat. Halt, Moment mal. Kann ich hier dran was machen? Warum ein leerer Raum? Was willst du mir damit sagen? Einmal hier hoch. So, jetzt hier hoch. Ich glaube, so ist es richtig. Oder? Hilfe. So, ich muss mal ganz kurz auf meine Karte schauen. Bin mir eigentlich sehr sicher, dass es hier oben was gibt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Ja, hier gibt es erstmal so einen Teil wieder. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blutdienst, während Fragmente meines Lebens
durchtropfende rote Finger an. An dieser Stelle müssten wir am besten das eine Ding dort ausbekommen. Aber wie? Ah, hier sehe ich doch noch was. Das öffnen wir einmal kurz. So. Sehr schön, Batman. Und ein Tonband. Patientengespräch Nummer 1. Der Patient wurde nach dem Vorfall mit Dr. Murphy an mich überwiesen. Er hat anscheinend einen Zusammenbruch erlitten. Ich glaube, er wurde durch den Verlust von Frauen und Kindern herbeigeführt. Bisher ist der Patient unfähig zu sprechen. Beobachtungen zeigen geringe mentale Aktivität. Es ist, als ob der Schock über das Gesehene seinen mentalen Zusammenbruch ausgelöst hätte. Da drin ist jemand. Er ist es. Wir haben ihn gefunden. Brech die Tür auf. Notiz an mich selbst. Wie immer ist es schwierig, meine Forschungen unter diesen Bedingungen fortzusetzen. Gehen Sie von Dr. Combs weg! Sofort! Runter auf den Boden! Wir haben sie gefunden! Jemand muss einen Arzt holen! Oh Gott, was hat er ihm angetan? Das hier sieht nach einem guten Weg eventuell aus. Vielleicht sollten wir uns auch erst nochmal hier unten umschauen. Halt, hier! Was haben wir denn hier? So, haben wir hier etwas? Okay, wir sind auf jeden Fall richtig, da bin ich mir sicher jetzt. Das wird unser richtiger Weg jetzt hier sein. Wo haben Sie sie hingebracht? Dort hinten ist einer mit einer Schusswaffe. Nichts von seinen Plänen. Sie sah ängstlich aus. Vielleicht wusste sie, was kommt. Vielleicht, man sagt, er hat jemanden geholt, der sich um sie kümmert. Er ist hier! So, jawohl. Der mit seiner Schusswaffe liegt erstmal. So. Ja, und an diese Schusswaffe wird er nicht mehr rankommen. Ja, und die haben auf jeden Fall eben darüber geredet, über diese Frau, die wir suchen, also diesen Doktor. Dr. Young. Also ich schätze, wir sind auf der richtigen Spur hier. Es ist die Fledermaus! Willkommen in der Bibliothek von Arkham! Geschichte ist so wichtig. Ein traumatisches Ereignis hier, ein Mord da. Du wirst genug, um jeden in den Wahnsinn zu treiben. Lass nicht zu, dass er dich schlägt. Alles okay, Kumpel? Du verlässt die Party schon zu früh. Was ist mit den anderen Gästen? Sie werden einfach sterben, wenn du nicht auftauchst und sie rettest. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt musst du nur noch einen Spaziergang nach unten machen und die hilflosen Geiseln retten. Richtig? Vielleicht komme ich so nach unten. Wir können es ja mal probieren. Nein, das hat leider nicht geklappt. Dann müssen wir eben eine Alternative suchen. So, wir können ja mal ganz kurz in den Lüftungsschacht hier reinsteigen. So. Hier ist eine Trophäe. Mehr auch nicht. Aber wir werden die Leute dort unten jetzt trotzdem retten. So viel kann ich schon mal sagen. Ich werde mein Bestes geben. Zuerst die letzte Seite zu lesen. Stellen dich. Also, hier ist die Pointe. In 2 Minuten macht das Lachgas Boom und diesen griesgrämigen Ärzten dauerhaft gute Laune. Tick, tack, tick, tack. Oh, oh. Ich höre eine Uhr. Das ist gar nicht gut. Jetzt dreht er völlig durch. Oh oh. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Wenn ich Pech habe, ist es vielleicht nur ein Weg zu einer Riddler-Trophäe. Komm schon. Halt, Moment mal. So komme ich vielleicht zu den Leuten. Das Ding hier irgendwie abstürzen lassen, oder?
Ja. Noch eine Minute 30. Ich muss sagen, mir wird jetzt schon langweilig. Hilf uns! Vielleicht sollte ich einfach auf den Knopf drücken und... Nur ein Scherz. Hier sind die Leute. Danke, Batman. Sind sie alle weg? Ja, sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen, als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kamen hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Ja, und er hat uns reingelegt. Das war nicht mal irgendwie Lachgas und so. Das war einfach nur, ja, wieder mal ein wenig, ich nenne es mal Spaß von ihm. So lässt sich das, glaube ich, am ehesten wohl beschreiben. So, und hier haben wir noch einen Lüftungsschacht, da möchte ich mal reinschauen. Weil dort drin ist, denke ich mal, noch eine Trophäe. Sehr gut. Und jetzt nach ganz unten. Obwohl, nicht nach ganz unten. Nein, nein, nein. Einfach nur in diese ganz normale Etage hier. So, und jetzt müssen wir hier vorne lang. Halt, die kleinen Dinger hier wieder von Joker zerstören. Die sind immer wieder perfekt. Weil die dann einfach gut Erfahrungspunkte einbringen. Dafür, dass man halt nicht mehr machen muss, bis halt auf, ja, auf die Dinger einmal zu feuern. Hm. Ich brauche auf jeden Fall hier diese Hinweise. Aber wo könnten sie sein? Das ist die Sache. Ja, das Gebäude ist halt hier groß. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht in einer der oberen Etagen, wo wir eben waren. Hm. Es gibt halt viele Etagen hier. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, wir sind dort lang, wo der Laser ist. Hier nochmal schauen. Nein, ich wollte in die andere Etage. Mist. Ja, hier ist das Seil. Das wir eben durchtrennt hatten. So. Von hier aus jetzt einmal dort hoch, ja, auf diese Etage. Hm, hier haben wir auch alles schon. Vielleicht gibt es nochmal irgendwie eine Möglichkeit, dorthin zu kommen, über die Lüftungsschächte. Wir schauen mal ein wenig. Hm. Ich fühle mich ein wenig wie in einer Art Labyrinth. Muss ich ganz klar sagen. Jetzt bin ich wieder hier ganz oben. Hm, wie kommen wir hier durch? Suche in der gesamten Villa nach Dr. Youngs Notizen. Das Ding ist, ich weiß ja auch nicht mal, ob mir diese Notizen, wenn dann hier angezeigt werden. Mit meiner Sicht hier. Weil kann ja auch sein, dass ich jetzt gerade umsonst so schaue, hier wie dieser Perspektive hier, und in Wirklichkeit, ja, zeigt es mir das gar nicht an. Gut, ja, ich würde dann sagen, Leute, wir machen dann jetzt erstmal hier wieder Schluss an der Stelle mit dem Video. Nächste Folge machen wir dann weiter, ja. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Das war's an der Stelle, euch noch einen schönen Tag, haut rein und tschüssi.